Ja, vor kurzer Zeit hatte ich erst einen Spieler unter euch, der mich doch darum gebeten hat, mal wieder den KV2 zu zeigen, weil er einfach so ein Derp-Fan ist. Und jetzt ist mir dieses Replay unter die Finger gekommen. Und ja, da muss ich sagen, da konnte ich jetzt dann doch nicht widerstehen, weil das von den Daten her sehr, sehr gut ist. Damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zum Replay of the Week mit dem KV2 auf der Karte Tundra. Und wir sehen, er ist hier mit hier. 7er, 6er, 5er Gefecht. Also damit sollte man schon arbeiten können. Die Gunmarks zeigen, jo, der hat den Panzer schon ein, zweimal wahrscheinlich gespielt. Also da sollte auch die Erfahrung stimmen. Und natürlich kommen hier die Todesgranaten ins Spiel mit ihren im besten Fall 910 Schaden. Die HE-Granaten, die machen einfach richtig, richtig Aua, sofern sie denn das Ziel auch mal treffen, weil die genaueste Kanone ist es in der Tat auch nicht. Jetzt schauen wir mal, was er reißen will. Auf jeden Fall fahrt er erstmal hier Richtung Hügel. Da ist immer viel los. Da sollte man auf die kurze Distanz auch immer ordentlich die Granate ins Ziel bringen können. Also von dem her bin ich da sehr gespannt, was er denn da reißen kann. Der erste Platz schon oben. Das ist so ein kleiner... Da freut man sich schon direkt, wenn der Erste gleich von seinem Team platzt und denkt man sich, alles klar, habe ich gar keine Lust mehr. So, und jetzt hat er hier schon das erste Ziel und der Cromwell erlebt gleich mal, was der KV2 so kann, denn hier die ganzen 620 Hitpoints sind direkt mal im Nirvana gelandet. So, er will hier schon direkt den nächsten haben. Oh, Stuck. Oh, da sieht man eben diese unfassbar lange Einzielzeit. Aber wenn die gewährt wird, dann kommt halt natürlich der Damage auch an. Die ersten beiden waren schon mal One-Shots. Mal schauen, was der nächste Gegner so sagt. Der AL-40 ist da schon mal eine andere Hausnummer. Der T-34-100, das ist ein schöneres Ziel und das weiß er auch. Deswegen nimmt er erstmal den, genießt praktisch hier den Abschuss. Dritter Schuss, dritter Kill. Wenn es so weitergeht, dann wird es sehr erfolgreich. So. Nachgeladen hat er jetzt. Und Gun Depression, Gun Depression, Gun Depression. Jetzt zeigt er sich auch schöner seitlich und kriegt da 411 Schaden. Natürlich hat der Aal deutlich mehr Panzerung. Da ist es dann auch nicht so leicht, den One-Shot zu bekommen, ohne Frage. Da muss man schon von hinten ran. So, jetzt nimmt er aber auch den Aal raus, denn die 133, das ist natürlich gar kein Problem. Jetzt muss er aber aufpassen. T-150, den sollte man nicht unterschätzen. Oh, der T-34, den darf man aber unterschätzen. Da muss er nur der Schuss auch sitzen. Und ah, oh, schön. Der kommt da wie eine Bogenlampe runter und nimmt ihn raus. Genau so will er das natürlich auch haben. So, jetzt hier. Sehr schöner Schuss. 341 Schaden. Der T-150 hat er aber auch 173 anbringen können. Aber er kann nochmal einen vertragen. Der T-150, der lechzt schon fast aus jedem Loch sozusagen. So, jetzt kommt er rum und da hat er da schon drauf gewartet. Die Kanone war schon perfekt eingeämmt, um den T-150 wegzumachen und damit auch seinen Krieger zu komplettieren.
So, und jetzt hier mal auf den Hügel gucken. Da ist ein KV-1 noch unten. Der T-67 hier drüben, auf den kommt er jetzt nicht. Er ist aber offen, da muss er aufpassen. Weil er macht hier selber die Su auf. Und die Su, jo, die hat nämlich auch so eine Kanone, die einen mal ganz schnell aus dem Spiel in die Garage befördern kann. Da heißt dann, tschüss Sikowski, war nett, aber leider nein, leider gar nicht. So, der T-67, der probiert's hier. Wow, dann macht er den Snapshot, klar, nimmt ihn raus. Das war natürlich ein Stück weit Können, aber auch sehr, sehr viel Glück dabei. Bis dato hat die Arti ihn nicht wirklich auf den Zettel, so kommt's vor. Aber jetzt auf jeden Fall ist er alleine gegen drei. Jetzt darf er alles selbst machen. Jetzt muss er die Kohlen aus dem Feuer holen. Mehr Phrasen fallen mir jetzt nicht ein. Ihr könnt ja gerne was ins Phrasenschwein werfen oder was kommentieren, sofern euch noch was einfällt. Und da kommt jetzt der KV-1 rum und er musste sogar noch ein kleines Stückchen nach vorne fahren, weil ihr habt es gesehen, die Kanone kam nicht ganz runter, aber damit hat es dann gereicht und dementsprechend auch hier der Abschuss. 8. Kill, Radley Walters. Jetzt nur noch einer und dann heißt es schön ab in den Pool. Sehr, sehr guter Treffer auf die Su, aber jetzt muss er weg, weil er will natürlich jetzt von der Su nicht einen bekommen, weil 206 Schaden oder 112 in dem Fall jetzt nur noch, sollte jetzt nicht das Problem sein. Ladeschütze ist raus. Su kommt jetzt runter. Nein, doch nicht. Zieht sich dann nochmal zurück. Da dachte ich mir schon, er probiert's, aber nee, die Su denkt sich hier, nee, ich lasse es die Arti machen im Zweifel. Und dann nochmal einen. Jetzt hat er ihn sich so hingestellt, dass er da definitiv im Bereich ist, um den mit dem nächsten Schuss rauszunehmen. So, jetzt probiert es, aber das war doch ein wenig zu schwungvoll und dementsprechend heißt dann da tschüss, Su. Und jetzt ist es ein One-on-One, eher gegen die Grille. 9 Kills gegen 4. Er will sich natürlich, oh, da hat er schön den Schuss sozusagen rausgeholt. Und jetzt ist es so ein Such-die-Grille-Spiel. Wo ist die Grille? Das ist auch der Moment, wo einem selbst wirklich so definitiv ein bisschen der Stift geht. Denn man weiß, alles klar, Jungs, das ist eine geile Runde. Ich habe schon 4200 Damage auf der Uhr, 9 Kills. Die Pool ist schon in Sichtweite. Ich kann schon fast planschen. Ich merke schon fast das Wasser in der Form. Aber man weiß auch, 112 Hitpoints, da weiß die Grille auch. Jo, komm mal her. Ich fress dich. So, jetzt kommt er da schon hoch. Da wird es natürlich ein bisschen kritischer. Weil die Arti, klar, die will ihn auch unbedingt haben. Oh, jetzt ist die Arti auch wirklich zum Käppen gefahren. Sehr smart, muss man sagen. Aber der KV-2 ist nicht so langsam. Der kann es auch definitiv in der Zeit locker Richtung Cap schaffen. Gerade auf dem direktesten Weg hier über die Brücke sollte das wirklich gar kein Problem darstellen. So, und jetzt muss noch mal jeder Baum dran glauben, der sozusagen ihm vor die Linse fährt. Und da ist die Arti schon.
Beide aimen ein. Arti hat schon mal verschossen, aber er macht's nicht. Er nimmt die Arti mit der Zerstörung des Munitionslagers sogar raus. Perfekte Runde, perfekter Abschluss. 4.452 Schaden. Und was ich ganz besonders spannend finde, 13 Schüsse sind von 14 angekommen und 13 Schüsse haben natürlich auch dann Schaden gemacht. 2.162 Basiserfahrung und 55.000 Credits raus mit einem normalen Panzer. Kann man mal machen. Ja, das war mein Replay of the Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder ein bisschen derpige Derp-Action zu sehen. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.